Ich faste ja gerade und ich muss mir jetzt einen Einlauf machen, eine Darmspülung mit Wasser. Und da mich so viele Leute gefragt haben, wie das geht, zeige ich euch in dem Video, wie das genau funktioniert. Wenn euch das Thema nicht interessiert oder ihr leicht echauffiert seid über solche intimen Themen, wobei ich nicht finde, dass das so intim ist, dann guckt euch das Video bitte nicht an. Für alle anderen kommt jetzt die absolute Offenheit, wie man sich einen Einlauf macht und wie es gut funktioniert. Hallihallo, hier ist der Lars von Rohe Energie. Ich faste ja seit einigen Tagen und da muss man sich alle ein bis zwei Tage einen Einlauf machen mit klarem Wasser, körperwarm. Ich zeige euch das aber gleich alles und ich wollte euch jetzt einfach mal zeigen, wie ich das mache und euch ein paar Tricks verraten, wie es vielleicht einfacher geht und ja, euch ein bisschen die Angst davon nehmen, das zu machen. Wir fangen mal an. Das erste, was ihr braucht, um einen Einlauf zu machen, ist ein Klistierbecher, ein Einlaufbecher nennt sich das auch. Ich verlinke euch den unten in der Infobox, der hier ist von Jens Schurer. Ich habe ein paar andere vorher schon getestet und die haben nicht so gut funktioniert wie der hier. Ich zeige euch auch mal warum. Also hier ist der Vorteil, man füllt hier 1 Liter Wasser ungefähr rein, ein bisschen mehr geht rein. Man sollte körperwarmes Wasser nehmen, ich nehme da Leitungswasser. Hier in Deutschland ist das Leitungswasser ja okay, man kann auch gefiltertes Wasser nehmen. Und es sollte aber körperwarm sein, macht das nicht zu kalt und natürlich nicht zu heiß. Bei zu kalt wird es sehr unangenehm und bei zu heiß könnt ihr euch halt auch unter Umständen verletzen. Also kein gekochtes Wasser oder sowas nehmen. Körpertemperatur sollte das haben. Man kann das dann hier so voll füllen und dann zeige ich euch gleich, wie das funktioniert. Hier ist ein Schlauch dran und da läuft dieses Wasser dann durch. Hier ist eine Tülle, mit der man mit einem Sperrhahn dran ist. Das ist auch ganz wichtig, um das hier richtig zusammenzubauen. Und darauf kommen mehrere Sachen. Auf diesen Sperrhahn, den man hier auf und zu machen kann, also wenn man hier so schräg macht, dann ist der zu. Wenn man ihn aufdreht, ist er natürlich auf. Kommt erstmal dieser Aufsatz hier drauf. Und da kommt dann Wasser raus, zeige ich euch auch gleich nochmal mit Wasser. Und dann kommt dieser Aufsatz hier drauf. Das muss man einfach nur noch draufstecken. Und dann hat man hier ein Röhrchen und in diesem Röhrchen hier sind kleine Löcher drin. Und daraus kommt das Wasser dann raus. Das läuft dann in den Darm rein. Man muss sich also quasi dieses Einlaufbecher mit körperwarmem Wasser volllaufen lassen, den höher gelegen hinstellen, das zeige ich euch auch gleich. Dann dieses Ding hier draufdrehen, das aufsetzen und dann das hier in den Popo schieben. Ja, man kann das nicht ganz tief reinschieben, weil das ist ein flexibler Schlauch. Man kann da nichts mit kaputt machen. Ja, muss halt ein bisschen vorsichtig sein und man muss Gleitmittel benutzen, um das reinzubekommen. Welches sollte man benutzen? Ich zeige euch mal zwei. Ich bin ja immer ein Freund von natürlichen Dingen. Das hier ist ein ziemlich gutes Pflegeöl von HIP mit natürlichem Biomandelöl. Das ist ziemlich gut, das riecht gut. Ihr könnt auch natürlich normales Öl nehmen, Olivenöl oder irgendwas. Aber hier sind sehr wenig verschiedene Sachen drin. Und das könnte man zum Beispiel nehmen. Und wer es ganz natürlich mag, der nimmt ein Kokosöl. Das habe ich hier von der Koro Drogerie. 1 Liter, das braucht man nicht. Am besten füllt ihr euch das vorher irgendwo in ein anderes Gefäß ab, weil ihr das immer mal wieder nachfeuchten müsst. Und damit reibt ihr dann hier diesen Schlauch ein und auch am besten euer Popoloch ein bisschen, bevor ihr es reinschiebt, damit es nicht wehtut. Dann ist es gar kein Problem, so einen Schlauch reinzukriegen. Bei Kindern geht man vielleicht nur so ein Stückchen rein. Bei Erwachsenen, also bei mir, geht er wirklich ganz rein. Ich kann mir den sich wirklich ganz reinschieben. Der geht halt so durch den Darm dann so ein bisschen durch. Und so kann halt das Wasser tief reinlaufen und diese ganzen Schlacken und Kotreste und die Sachen, die man halt beim Fasten auch nicht rausbekommt, gut ausspülen. Das ist halt wichtig, um die ganzen Giftstoffe rauszubekommen, weil sonst kann man nicht gut fasten, sonst kriegt man ständig Kopfschmerzen. Es geht einem nicht gut, man wird müde. Und wenn man das einmal alle 1 bis 2 Tage macht, wenn man fastet, dann funktioniert das gut. Als erstes nehmt ihr dieses Gefäß, macht diesen Sperrhahn zu, ja, also so quasi quer, damit nichts durchlaufen kann und füllt das Ganze mal schon mal mit körperwarmem Wasser. Das ist jetzt erstmal, um dieses ganze System hier mal luftfrei zu bekommen. Das zeige ich euch jetzt. Damit das Ganze auch fließt, muss es halt höher gestellt stehen, ja. Wasser fließt ja immer von oben nach unten, also ihr könnt das nicht unter euch stellen, das bedeutet, es muss immer erhöht stehen. Jetzt ist erstmal auch noch Luft hier in dem Schlauch drin. Das bedeutet, die müsst ihr erstmal rausbekommen und ich zeige euch mal, wie ihr das zusammenbaut, damit keine Luft mehr im System ist.
So, der Becher steht weiter oben. Hier unten ist dieser Sperrhahn, den mache ich jetzt mal auf. Und jetzt hört man schon, da kommt hier das Wasser rausgeflossen. Man drückt hier so ein bisschen auf den Schlauch rum, damit da die Luft rauskommt. Jetzt ist keine Luft mehr drin. Jetzt drehe ich hier diesen ersten Teil drauf mit dem Gewinde und dann läuft hier das Wasser raus. Jetzt ist hier auch in dem Teil auch keine Luft mehr drin. Jetzt setze ich das hier drauf. Es muss einfach nur draufgeschoben werden. Und jetzt läuft hier auch das raus. Jetzt mache ich das hier, drücke ich nochmal ein bisschen hier drauf rum. Und schon hat man im System keine Luft mehr. Jetzt macht man den Sperrhahn wieder zu. Ihr seht, ist da jetzt einiges rausgelaufen in der kurzen Zeit. Wir lassen das jetzt hier drin und platzieren jetzt das hier erhöht, da wo wir es auch stehen lassen wollen. Der Einlaufbecher steht jetzt hier erhöht auf diesem Waschtisch. Ich habe mir ein altes Handtuch untergelegt und das System ist halt jetzt komplett geflutet mit Wasser. Ich habe den Sperrhahn hier zugedreht und jetzt fülle ich mit schönem, körperwarmem Wasser das Ganze hier auf. So, jetzt zeige ich euch, wie ich das mache. Es gibt noch verschiedene andere Positionen, wie man das machen kann, aber das ist eine Position, die bei mir gut funktioniert. Müsst ihr mal ein bisschen rumtesten. Das erste ist, dass ich das hier vorbereitet habe. Ich habe hier irgendwie ein Öl oder dieses Kokosöl und das nehme ich jetzt dann, wenn ich halt nackt bin oder untenrum frei bin und mache hier diesen Schlauch richtig schön, öle ich das ein und dann gibt man noch ein bisschen was auch auf das Popoloch sozusagen, auf den Anus, damit es halt nicht weh tut. Es ist wichtig, genügend Kleinmittel zu benutzen, weil wenn man mehrere Durchgänge macht, was man machen muss meistens, damit man genügend Wasser reinkriegt, sonst tut es weh. Ne? Es wird dann immer trockener, je sauberer das Ganze ist. Ich mache das so, dass ich mich quasi erstmal so in diese Position, diesen Vierfüßlerstand begebe, natürlich nackt, ja, mit dem vorgefertigten, also vorgeölten Rohr und Schlauch und dann schiebe ich mir das hier ganz vorsichtig, nicht mit Gewalt, ganz vorsichtig in den Po, bis ich eine gewisse Tiefe habe. Dann lege ich mich auf die linke Seite, während das drin ist und versuche mich zu entspannen und drehe dann das Ventil hier auf. Dann fängt das Wasser an reinzulaufen. Dadurch, dass es erhöht steht da oben, läuft das dann da rein. Man versucht sich dann zu entspannen, tief in den Bauch zu atmen und schiebt sich das so weit rein, wie es geht, wie es noch angenehm ist. Durch den Schlauch kommt das Wasser richtig tief rein. Der Enddarm liegt hier, das bedeutet, es kann gut reinlaufen. Ja. Profis legen sich vielleicht auf die andere Seite, auf die rechte Seite, dass es halt noch weiter laufen kann. Aber für Anfänger ist es sicherlich besser, das so zu machen. Ihr könnt euch auch so hinlegen, ihr könnt euch auch notfalls sogar stellen, wenn ihr das ganz nach oben nehmt, aber da müsst ihr mal ausprobieren, was für euch am besten ist. Das Problem ist, irgendwann kriegt ihr einen richtigen Druck, ihr fühlt da, wie es fühlt sich sehr unangenehm an, ihr müsst dann irgendwann ganz doll aufs Klo, das solltet ihr so lange unterdrücken, wie es geht, dann den Hahn zudrehen, das rausziehen, hier auf das dreckige Handtuch legen und euch dann auf die Toilette setzen und alles wieder rauslassen. Viele empfehlen, dass man das längere Zeit drin behält. Ich schaffe das nicht. Wenn ich diesen Druck habe, nach ein paar Minuten ist der dann relativ hoch. Ich kriege immer so 3/4 Liter gut rein, wenn ich geübt bin oder das öfter mache, kriege ich auch 1 Liter rein. Dann möchte ich das einfach nur raus haben. Also ich schaffe es nicht, es mehrere Minuten drin zu lassen. Das ist auch nicht schlimm. Ich setze mich dann auf die Toilette, lasse das alles raus, versuche so viel aus dem Darm rauszubekommen, wie irgendwie geht. Und dann macht man noch eine Runde und noch eine Runde und noch eine Runde. Eigentlich so lange, bis nur noch klares Wasser rauskommt. Ich habe gestern schon mal einen Einlauf gemacht und das waren dann so 4-5 Runden. Und immer so mit einem halben bis zum 3/4 Liter und dann hatte ich das Gefühl, hey, ich bin restlos leer und dann ist das super. Ich werde mir jetzt mal einen Einlauf machen, das auch filmen, das aber nicht richtig zeigen. Ich werde es unscharf machen und mit Musik auch unterlegen, aber vielleicht erkennt ihr irgendwie so diesen Ablauf dann, der bei mir so stattfindet und könnt euch dann noch irgendwie von inspirieren lassen. Es ist nichts Schlimmes, eine ganz tolle Möglichkeit, wieder gesund zu werden, gerade wenn man fastet oder wenn man Diät macht oder halt generell, wenn man krank ist. Ich kann euch unten in der Infobox nochmal so ein paar Bücher auch verlinken, die auch das sehr empfehlen und schaut euch das mal an. Bei dem Durchgang habe ich jetzt... Ah, shit!
eine wichtige Info, wenn ihr danach irgendwie das Haus verlassen müsst, plant mal eine Stunde oder so ein. Bei, am Anfang kann es sein, dass das nochmal eine halbe Stunde später oder eine Dreiviertelstunde später nochmal was rauskommt. Also macht es lieber da, wo ihr halt zu Hause oder in der Nähe von der Toilette seid. Nicht, dass ihr dann unterwegs eine böse Überraschung erlebt. So, voll gut. Beim letzten Durchgang habe ich jetzt über einen Liter reinbekommen. Man kann ja ein bisschen mehr reinfüllen. Sehr gut. Ich lasse es jetzt raus und dann bin ich fertig für heute. Wasch mich, desinfiziere den ganzen Kram. Und noch ein Tipp, wer möchte, kann abends nochmal vom Schlafen gehen, ein paar Probiotika nehmen, Darmbakterien, um die Darmbakterien auch zusätzlich aufzubauen. Ich verlinke euch unten mal irgendein Präparat, auch in der Infobox. So, danach habe ich das jetzt hier alles noch mit heißem Wasser und Seife abgewaschen. Das hängt jetzt hier so runter mit einem offenen Ventil, kann sauber werden, also trocken werden. Und hier ist nochmal dieser Schlauch und auch diese Tülle hier. Und die habe ich auch beide desinfiziert und das lasse ich jetzt hier trocken, bis es trocken ist und dann kommt es wieder in die Schublade. Oder jetzt, wie ich faste, lasse ich es einfach hängen bis zum nächsten Mal. So, ich habe es geschafft. Ich hoffe, das war hilfreich für euch und nehmt euch so ein bisschen die Angst, selber mal einen Einlauf zu machen. Gerade wenn ihr fastet, auch wenn ihr Saftfasten macht über mehrere Tage, ist es sehr empfehlenswert, alle ein bis zwei Tage einen Einlauf zu machen. Das spart euch Kopfschmerzen, Entgiftungserscheinungen, Müdigkeit. Mir geht es total gut. Ich habe jetzt schon über 50 Stunden nichts gegessen. Mir geht's top und ja, bis bald. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder, wo es eher um nicht so eklige Sachen gibt, aber eklig ist es nicht, wie schon gesagt am Anfang. Das ist eine ganz natürliche Sache und es gibt sogar ein Buch, das heißt das Friedensevangelium der Essener und da wird beschrieben, dass die schon vor 2000 Jahren das gemacht haben, um Leute zu heilen. Damals hatten die noch kein Antibiotika und keine Chirurgie und das haben die damals benutzt mit speziellen Rohren, die aus Schilf oder sowas waren, um sich Einläufe zu machen. Das steht schon vor 2000 Jahren in heiligen Schriften.